Und darüber spreche ich jetzt mit Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter für die CDU und selbst auch Jäger. Das müssen wir einmal kurz sagen, denn wir wollen ja über das Waffenrecht sprechen. Die Bundesinnenministerin möchte das Waffenrecht jetzt verschärfen, nun erst recht auch nach dieser Razzia gegen die Reichsbürger. Halten Sie das für richtig? Also ich glaube, eines ist auf jeden Fall erstmal klar und das vor allem aus der Perspektive der, glaube ich, ja, unstreitbaren Mehrheit eigentlich der Geschlossenheit der Sportschützen und Jäger in Deutschland. Für alle ist klar, Extremisten müssen entwaffnet werden. Und gerade auch diese gefährlichen Reichsbürger, die wir im Moment eben auch erleben, die jetzt gestern Gegenstand der Ermittlungsmaßnahmen des Generalbundesanwalts waren, das ist völlig klar. Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Und es braucht dort klare Möglichkeiten, um auch noch besser vorgehen zu können gegen die Reichsbürger. Die Innenministerin möchte ja jetzt halbautomatische Waffen verbieten und dass jeder, der eine Waffe haben möchte, ein psychiatrisches Gutachten vorlegen muss. Halten Sie das für richtig? Ich würde jedenfalls sagen, es wäre eine falsche Ableitung, wenn man das aus dem Reichsbürgerfall jetzt heraus ableitet. Es ist so, dass wir in Deutschland schon ein sehr, sehr strenges Waffenrecht haben. Das ist auch gut so. Die Frage ist immer, wie es vollzogen wird, wie es um Kontrollen aufgestellt ist. Und aus meiner Sicht müssen wir eher darüber nachdenken, wenn man jetzt diesen Fall von gestern, den der Reichsbürger jetzt zum Anlass nehmen will, da gibt es ganz andere Dinge, über die die Ermittler aus meiner Sicht zu Recht klagen, dass sie nämlich Schwierigkeiten haben, zum Beispiel technische Aufklärungsmaßnahmen, anderes mehr Überwachungsmaßnahmen durchzuführen. Da sollte die Bundesinnenministerin genauso viel Engagement an den Tag legen wie beim Thema Waffen. Dazu will ich sagen, wir müssen schon sehen, dass immer nur pauschale Rufe nach Verschärfung des Waffenrechts die Probleme jedenfalls nicht lösen. Aber was halten Sie denn jetzt von den Vorschlägen der Bundesinnenministerin? Ja oder nein? Unterstützen also, Sie das? Wir können darüber nachdenken, ob wir einen besseren Datenaustausch zwischen den Behörden bekommen. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Diskussion. Bei der Frage der psychologischen Gutachten muss man natürlich schon sehen, die Bundesinnenministerin sollte jetzt nicht alle Sportschützen und Jäger in Deutschland unter einem pauschalen Generalverdacht stellen. Sie sagt, sie tut es nicht. Ihre Gesetzesvorschläge sprechen da aber eine ganz andere Sprache. Und deswegen haben wir eine gesund skeptische Haltung zu der ganzen Frage jetzt immer pauschaler Verschärfung des Waffenrechts. Wir werden das im parlamentarischen Verfahren jetzt vertieft diskutieren. Ich sage jedenfalls, wenn es um das Ziel, das berechtigte Ziel der Entwaffnung von Extremisten geht, dann müssen wir über ganz andere Maßnahmen reden, als nur jetzt über Kleinstreparaturen am Waffenrecht. Jetzt hat ja der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel gefordert, dass niemand eine Waffe haben darf, der Mitglied in einer verfassungsfeindlichen Organisation war oder ist. Warum ist das nicht schon längst so? Die Realität ist eigentlich so, dass wir, wenn es entsprechende Erkenntnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz gibt, wir dann auch mit dem Entzug von Waffen vorangehen können. Die Forderung von Thomas Strobel ist insoweit auch zu unterstreichen. Dafür braucht es aber etwas, was die SPD, was Nancy Faeser, linke Politiker an anderen Stellen verhindern, nämlich einen viel besseren Austausch der Daten auch zwischen Verfassungsschutzbehörden, Waffenbehörden und anderem mehr. Wir haben in der vergangenen Wahlperiode eingeführt, dass es eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz gibt. Also wer eine waffenrechtliche Erlaubnis bekommen möchte in Deutschland, der wird schon heute ausnahmslos überprüft auf Einträge eben in die nachrichtendienstlichen Informationsdatenbanken. Das heißt, schon heute haben wir die Möglichkeiten, dass Daten dort ausgetauscht werden. Wie man diese Verfahren verbessern, beschleunigen kann, darüber kann man sehr, sehr gerne mit uns reden. Und das Ziel von Thomas Strobel ist insoweit kein falsches, sondern unterstützenswert. Das ist aber etwas anderes, ob es konkrete Erkenntnisse gibt von extremistischen Bestrebungen und man dann waffenrechtliche Erlaubnisse entzieht oder ob wir sozusagen einen Pauschalverdacht über legale Waffenbesitzer erheben, so wie es Teile der linken Koalition wollen. Das wollen wir nicht. Trotzdem wundert es mich jetzt ein bisschen, dass Thomas Strobel mit diesem Vorschlag jetzt kommt. Wir hatten 16 Jahre unionsgeführte Regierung. Also warum gibt es das denn nicht schon längst? Ich habe gesagt, wir haben in der vergangenen Wahlperiode unter unserer Federführung, Horst Seehofer war damals der Bundesinnenminister, das Waffenrecht massiv verschärft. Wir haben diese Regelabfrage für den Verfassungsschutz eingeführt. Und deswegen ist es auch so, dass wenn waffenrechtliche Erlaubnisse beantragt werden, es Erkenntnisse gibt für verfassungsfeindliche Bestrebungen, dann diese Erlaubnisse natürlich nicht erteilt werden. Die Frage ist, und darauf spielt Thomas Strobel dann an, so nehme ich das an, richtigerweise, muss es eine automatische Übertragung geben, wenn der Verfassungsschutz sozusagen Kenntnisse erlangt, neu über eine Person und sieht, dass die Waffen besitzt, dass es dann sozusagen einen Automatismus gibt, eine verbesserte Datenübertragung. Darüber muss man reden. Für die Entwaffnung von Rechtsextremisten, von Reichsbürgern, von Selbstverwaltern, das ist notwendig, das muss klar sein, aber auch da soll
sollten wir nicht den Fokus nur darauf legen. Illegale Waffen, fehlende Operationsmöglichkeiten in technischer Hinsicht gegen die Reichsbürger, das ist ein viel größeres Problem, das Frau Faeser nicht angeht, weil sie es mit der FDP nicht konsentiert bekommt. Das war allerdings in diesem Fall ja nicht so. Also Ihr Vorschlag hätte das denn jetzt in dem Fall überhaupt gegriffen? Denn derjenige, der da auf den Polizisten geschossen hat, hat legal Waffen besessen. Genau, aber in dem aktuellen Fall haben wir ja auch gesehen, dass gerade der Einsatz, der hochprofessionell geführt wurde von einem Sondereinsatzkommando und vom Generalbundesanwalt, der hat ja gerade der Entwaffnung dieses Reichsbürgers gedient. Also das war ja ein hochprofessionell vorbereiteter Einsatz. Die Beamten wussten, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der legal Waffen besitzt, waren darauf entsprechend vorbereitet. Und so wie wir das wahrgenommen haben, war das auch ein hochprofessioneller Einsatz. Natürlich immer bitter, wenn dabei Sicherheitskräfte verletzt werden. So wie es der Polizist in Reutlingen eben jetzt erleben musste. Aber nach all dem, was wir erfahren haben, war das ja ein hochprofessioneller, gut vorbereiteter Einsatz des Generalbundesanwalts. Und die Details werden wir im Innenausschuss auswerten. Sagt Philipp Amthor von der CDU. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank.